möchte noch die beiden nächsten Stufen der Ruhemeditation erklären. Erstens einmal, um einen ganzen Überblick über diese Stufen zu geben, denn die ersten vier sind die ausschlaggebenden. Und zweitens einmal, falls mit der fortschreitenden Übung sich doch irgendwelche neuen Erlebnisse einstellen, so dass man das Erleben erkennen kann. Das ist nämlich der ganze Unterschied. Es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass Menschen in so einen Zustand der meditativen Vertiefung verfallen, sogar ohne zu meditieren, aber natürlich keine Ahnung haben, um was es geht, und sogar vielleicht erschrecken, auf jeden Fall es nie wieder wiederholen können und auch überhaupt nicht wissen, dass es etwas sehr Nutzbringendes ist, sodass die ohne die Erklärung das Erleben nicht erkannt werden kann. Es ist natürlich bei Meditierenden überhaupt nicht ungewöhnlich, dass sie zuerst die ersten zwei Schritte, ja, vielleicht versehentlich berühren und ohne die Erklärung auch nicht wissen, was damit zu tun. Und deswegen ist es so äußerst wichtig, die Erklärung zu haben, sodass, wenn man es getan hat, es auch erkennen kann. Vielleicht ist es nötig zu sagen, dass es nie erfolgreich ist, wenn man danach suchen sollte. Das Einzige, was zu tun ist, ist, sich zu konzentrieren. Es gibt nichts zu suchen dabei, es gibt nichts zu bekommen, es ist alles nur loszulassen. Wir haben die ersten beiden Stufen der meditativen Vertiefung besprochen. Die erste ist das entzückende Körpergefühl, was gegen Ärger und Übelwillen arbeitet, automatisch. Und der zweite Schritt ist die Freude, das innere Glück. Und es arbeitet automatisch gegen unsere Unruhe und der Rastlosigkeit. Was gegen Unruhe und Rastlosigkeit arbeitet, bringt Gleichmut. Und Gleichmut ist das wünschenswerteste Innenleben, was es überhaupt gibt. Es ist das, was am meisten wert ist, in sich zu entfalten. Und daher haben wir auch hier auf der meditativen Basis eine große Unterstützung. Die ersten vier Schritte sind auch Ursache und Wirkung. Ursache und Wirkung ist übrigens auch der vierte Einsichtsschritt. Wenn wir alles erkennen als Ursache und Wirkung, haben wir eine tiefe Einsicht in die Wahrheit gewonnen, wie wir und das Universum überhaupt funktionieren. Alles ist Ursache und Wirkung. Aber das genügt natürlich nicht als einfache Tatsache hinzunehmen. Das muss untersucht werden und es muss auch noch näher erklärt werden. Auf jeden Fall sind diese vier ersten Stufen, diese vier Stufen der meditativen Vertiefung, auch Ursache und Wirkung. Die erste ist die Wirkung von der Konzentration. Die zweite ist die Wirkung von dem entzückenden Empfinden. Freude ist die Wirkung davon. Die Ursache ist das entzückende Empfinden. Die Freude als Ursache hat als Wirkung Zufriedenheit. Wenn wir die Freude wirklich
ausgekostet haben. Das heißt, wir haben uns damit gefüllt und umhüllt. Wir haben uns damit durchdrängt und wir haben sie erlebt für eine geraume Zeit. Dann zieht Zufriedenheit in den Geist ein, weil nämlich zu der Zeit keine Wünsche übrig geblieben sind. Denn daraus kann man dann auch ohne jeden Zweifel entnehmen, was man eigentlich im Leben gesucht hat. Inneres Glück. Ist eigentlich ganz einfach. Aber wir machen so viel verschiedene Geschäfte daraus, dass wir am Ende gar nicht mehr genau wissen, was wir eigentlich suchen. Jetzt, bei dem Moment, wissen wir es, weil davon die Zufriedenheit kommt, weil nichts übrig bleibt zu suchen. Die Unruhe und Rastlosigkeit ist fort zu der Zeit. Man muss verstehen, dass es sich um die Meditationszeiten handelt, dass das nun nicht ein für alle Mal verloren gegangen ist alles. Und daher kommt die Zufriedenheit in den Geist. Die Zufriedenheit, wie das deutsche Wort ganz deutlich sagt, führt zum Frieden. Und das ist das, was jeder Mensch an sich überhaupt nur will. Inneres Glück und inneren Frieden. Und das ist erreichbar für jeden. Durch das Loslassen von allem, was gegen Glück und Frieden spricht und arbeitet. Das heißt eigentlich fast alles, was man mit sich rumträgt. Und da es sowieso alles nur Belastungen sind, Belastungen von Meinungen und Hoffnungen und Ansichten und Plänen, Erinnerungen, Ablehnungen, diese ganzen Belastungen kann man natürlich eines Tages loslassen. Aber hier haben wir die eigene Erfahrung, wie das aussieht, wie sich das anfühlt. Diese dritte Stufe ist ein Gefühl des Friedens, der Ruhe. Und dazu kommt eben das Gefühl der Zufriedenheit. Und wir erkennen daraus ganz deutlich, dass es Zufriedenheit überhaupt nur gibt, wenn man wunschlos ist. Es gibt sonst keinen Frieden. Und daraus muss man eine ganz wichtige Lektion lernen. Nun ist es natürlich auch intellektuell verständlich und man kann sich auch mit diesen Einsichten, die ich hier erkläre, als Resultate der meditativen Vertiefung, mit denen kann man sich auch beschäftigen als Kontemplation. Und ich würde das auch sehr anempfehlen. Es ist hilfreich. Es hat nicht den einschlagenden Eindruck, den man durch das Erleben bekommt. Wenn man erlebt, vollkommen zufrieden zu sein und weiß, dass das nur möglich ist, wenn kein einziger Wunsch übrig geblieben ist, weil man das hat, was man wollte, nämlich inneres Glück, dann weiß man ein für allemal, dass jeder Wunsch, den man hat, den Frieden stört. Und wenn der Wunsch sich noch so berechtigt anhört und wenn er noch so ideal oder ideell ist, er stört den Frieden. Aber wir können es auch als Kontemplation benutzen. Die Wunschlosigkeit, die wir hier erleben, zeigt uns, dass wir nur auf diese Art und Weise das bekommen können, was wir haben wollen. Es ist also ein wunderschöner Paradox. Wir müssen ganz wunschlos sein, um das zu bekommen, was wir wollen, nämlich inneren Frieden. Aber wenn man sich das einen Moment mal überlegt, so ist das natürlich ganz selbstverständlich. Jeder Wunsch, den wir haben, bedeutet, dass wir eine Mangelerscheinung haben. Irgendwas fehlt. Sonst würden wir uns ja nicht was anderes wünschen. Und dieser Wunsch, den wir haben, bedeutet, dass wir uns noch irgendetwas ausstrecken.
für irgendetwas erlangen wollen, haben wollen, bekommen wollen. Das heißt also, dass wir in einem Zustand der Unruhe sind, ob wir es erstens einmal kriegen können, in einem Zustand auch des sich Hinwendens nach etwas, was wir haben wollen, also nicht friedlich in uns ruhen können. Wir müssen uns irgendwo hinwenden. Und dann ist die Unruhe darauf, ob wir es, wenn wir es bekommen haben, ob wir es behalten können. Weil wir ja alle wissen, dass man es nicht behalten kann, obwohl wir eigentlich nichts davon wissen wollen. Daher ist jeder Wunsch, den wir haben, gegen den Frieden. Und die Menschheit hat im Allgemeinen unzählige Wünsche. Und es ist äußerst hilfreich, sich einmal schriftlich das darzulegen. Was will ich eigentlich? Und dann sukzessive auszustreichen, was doch nicht so wichtig ist. Bis man vielleicht zu einem Endresultat kommt, was man wirklich will. Und sollte dieses Endresultat heißen, inneres Glück und innerer Frieden, dann können wir uns vielleicht daran erinnern und auch kontemplativ erkennen, dass das nur möglich ist, wenn ich die Wünsche loslasse. Der Frieden muss den Platz einnehmen der Wünsche. Wenn wir angefüllt sind mit den Wünschen, ist kein Raum übrig für den Frieden. Meditativ ganz einfach zu erkennen. Und daher ohne die Meditation auch nicht vollkommen nachvollziehbar. Im Allgemeinen bleibt es graue Theorie, wenn man sich nur einmal drüber nachdenkt, bleibt es graue Theorie, oder auch eine Hoffnung, dass es mal passieren könnte, man wirklich einen Frieden hat. Aber meditativ, vollkommen erlebbar, nachvollziehbar und daher ein Schritt zur Freiheit. Alle diese Schritte der Meditation bringen uns der Freiheit etwas näher. Das Wort Freiheit ist nur ein von mir gewähltes Wort. Wir können jedes andere da hineinsetzen. Erlösung, Erlöschung, Nibbana, Nirvana. Das End alles Leids, die absolute Wahrheit, was immer uns gefällt. Wir können hineintun, was wir wollen. Meister Eckhart hat es die Gottheit genannt. Meister Eckhart hat gesagt, Gott existiert nur, weil die Kreatur existiert. Aber hinter Gott gibt es die Gottheit. Und das ist vergleichbar mit oder das Synonym für das, was Erlösung, Erlöschung, Freiheit, was immer es sei, wie wir es nennen wollen. Worte können einen sehr in Schwierigkeiten bringen, wenn man sie benutzt, um das Erleben zu ersetzen. Und das wird leider immer wieder überall gemacht. Immer die Worte statt das Erleben. Meditativ ist das Erleben überhaupt keine Schwierigkeit. Man muss sich nur dahinter klemmen. Man muss wissen, wie wichtig es ist. Und wenn man gemerkt hat, dass alles andere, was man bis jetzt für so wichtig gehalten hat, doch nicht sein Versprechen gehalten hat, dann kann das eventuell einmal passieren, dass man weiß, wie wichtig es ist, meditativ das Erleben zu haben. Dieser dritte Schritt ist natürlich von äußerster Wichtigkeit. Denn des Buddhas Erleuchtungsworte sind die vier edlen Wahrheiten. Und die ersten zwei sind, dass Leid existiert, Dukkha existiert, Unerfülltheit. Das Nicht-Zufriedenstellende. Und dass es nur einen Grund dafür gibt. Und das sind unsere Begierden, unser Haben-Wollen, unsere Wünsche.
Dies sind die beiden ersten Wahrheiten, die er formuliert hat. Die dritte ist, dass es den Weg heraus gibt, die Erlösung, und die vierte den Weg dorthin. Wenn wir also selber erleben können, wie wahr die ersten beiden Formulierungen sind, dass es dieses Glück und Zufriedenheit überhaupt nur gibt, ohne jegliches Begehren, dann haben wir eine innere Sicherheit, dass wir hier etwas erleben, was ganz klar für uns ist, was von dem großen Meister der Spiritualität formuliert worden ist, und wir können uns ohne große Schwierigkeiten dieser Lehre dann Schritt für Schritt hingeben. Wir brauchen nicht zu glauben, dass der Buddha aus den Menschen, die seine Lehre gefolgt haben, Buddhisten machen wollte. Das Wort Buddhismus ist eine spätere Erfindung. Der Buddha wollte die Religion, die in seinem Kulturkreis herrschte, der Brahmanismus, reformieren. Genau wie Jesus Judaismus reformieren wollte. Jesus wollte die Geldwechsler aus dem Tempel herauswerfen, berechtigterweise. Beides waren Reformer. Beiden ist es nicht gelungen, ihre alten Religionen zu reformieren. Auf beiden sind neue Religionen gefolgt, ohne deren Absicht. Der Buddha hat überhaupt kein Interesse daran gehabt, Buddhismus zu lehren. Der Buddha hat das Dhamma gelehrt. Dhamma bedeutet das Gesetz, die Wahrheit, das Naturgesetz. Alle die Worte. Und hat nie ein Interesse gehabt, dass Menschen Buddhisten sein sollen. Das einzige Interesse, was er gehabt hat, war, ihnen zu zeigen, wie man aus dem Leid herauskommt. Sodass, wenn wir merken, dass das, was er formuliert hat, wirklich mit dem übereinstimmt, was wir selber erleben, uns das eine große Sicherheit gibt und unseren skeptischen Zweifel noch mehr verkleinert, sodass wir vertrauensvoll und hingebungsvoll den Anweisungen folgen können, um eines Tages aus dem Leid herauszukommen. Das ist alles, was der Buddha der Menschheit schenken wollte. Zusammengehörigkeit in gewissen Gruppen ist nicht von den spirituellen Meistern erfunden. Das haben diejenigen erfunden, die ihnen gefolgt sind und sich etwas selber ausgedacht haben. Ich habe gerade in dieser Beziehung einen ganz reizenden Paragraphen gelesen in einem Buch heute. Und ich werde den jetzt erzählen. Und zwar handelt es sich um ein japanisches Zen-Kloster, wo ein Zen-Meister, der Vorstehende ist, der Analphabet ist. Er hat nie lesen und schreiben gelernt, er hat überhaupt nie die Schule besucht, aber er hat volle Einsicht erlangt durch die Koan-Praxis. Das ist eine der Praxis, der in einer der Zen-Richtungen geübt wird. Er war voll erleuchtet. Aber er hat auch noch nie etwas gehört, dass es andere Religionen gibt, außer der, die er praktizierte, da er noch nie ein Buch gelesen hatte. Und eines Tages kam einer seiner Mönche zurück von der Universität, von der großen Hauptstadt, und erzählte, dass es eine Religion gibt, die Christentum heißt. Daraufhin sagte der Zen-Meister: Ah, das ist ja sehr interessant. Haben die auch heilige Bücher? Und da sagt der Mönch: Ja, die haben heilige Bücher. Und dann sagt er: Dann bring doch mal eins.
Und da hat er ihm das nötige Geld gegeben und er ist losgefahren und hat die Bibel gekauft und brachte sie zurück zu dem Zen-Meister. Und der Zen-Meister schaut sich das an und sagt, ah, das ist aber ein schönes, dickes Buch. Ich kann aber leider nicht lesen. Willst du mir mal was vorlesen daraus? Und dieser junge Mönch, der schon sehr geschult war, der wusste auch, was er vorlesen sollte. Und er las ihm die Bergpredigt vor. Und immer zwischendurch, während er die Bergpredigt vorlas, sagte der Zen-Meister, ah, das ist aber schön. Und dann hat er weitergelesen und gesagt, ah, das ist aber sehr schön. Und wie er fertig war mit dem Vorlesen der Bergpredigt, sagte er, na, das ist aber wunderbar. Ich weiß ja nicht, wer das geschrieben hat, aber das muss entweder ein Buddha oder ein Bodhisattva gewesen sein. Und was da drin steht, das versuche ich ja euch beizubringen. Das ist ja ausgezeichnet. Daraus können wir entnehmen, dass die ganzen Differenzen, die entstehen und wo die Menschheit sich geteilt empfindet, immer nur von den Menschen selber gemacht ist. Die Essenz bleibt immer die gleiche. Wenn wir also diesen Weg der Meditation einschlagen und die Vertiefung praktizieren, und das kann jeder, der sich damit beschäftigt, so gehen wir auch denselben Weg, den die christlichen Mystiker gegangen sind, die ich bereits erwähnt habe. Dies aber nicht die meditativen Vertiefungen genannt haben. Bei Teresa von Avila wird es das Gebet genannt und auch die Kontemplation. Und in ihrem Gebet hat sie auch verschiedene Stufen, das recht genau erklärt ist, wie sie zu diesen Erlebnissen kommt. Es sind nur die Worte, die immer wieder den Menschen, wenn sie sie versetzen wollen, statt dem Erleben die Schwierigkeiten machen. Das Erleben bleibt immer dasselbe. Es sind nur die Worte. Und die können kein Ersatz sein. Solange die Worte ein Ersatz sein sollen, so wie das an den Universitäten natürlich der Fall ist, denn dort arbeitet man ja nur mit Worten, solange das ein Ersatz sein soll, solange stehen wir außerhalb von jeglichem höheren Erleben. Die Bewusstseinsebenen, die wir durch die meditativen Vertiefungen bekommen, sind auf einer anderen Ebene als die, die wir kennen. Und das hat schon jeder gemerkt, der sich wenigstens eine kurze Zeit konzentriert hat oder schon sogar eine etwas längere Zeit, eine andere Bewusstseinsebene. Das ist eine Bewusstseinsebene, die sich nicht so stark um das Ich, um diese Ego-Beziehung zu allem, was um einen herum vorgeht, kümmert. Solange wir uns ständig um diese Beziehung, die wir zu allem haben, was um uns herum vorgeht, kümmern, solange wir das tun, sind wir ständig mit unseren eigenen Meinungen behaftet. Und der Buddha hat eine Lehrrede gegeben, in der er erklärt hat, dass alle Meinungen, die wir haben, nicht richtig sein können, weil sie alle darauf gefußt sind, wie wir es persönlich ansehen. Und daher ist natürlich auch ein Meditierender im Allgemeinen nach einer Weile schon vorsichtiger mit Meinungen. Die gehen erst bei der Erleuchtung vollkommen weg. Aber man wird vorsichtiger. Man sagt zum Beispiel, dass man das selber glaubt, aber ist nicht so überzeugt davon, dass der andere, nun weil er es nicht glaubt, keine Ahnung hat. Und man ist auch nicht so überzeugt davon, dass man den anderen überzeugen muss. Denn man weiß ja, es ist nur eine Meinung. Wenn wir diese anderen Bewusstseinsebenen erleben, dann wissen wir, dass die Bewusstseinsebene, auf der wir im tagtäglich leben, unzureichend ist und unzulänglich und nicht zufriedenstellend. Und dann wissen wir endlich, warum wir so oft unzufrieden waren und immer geglaubt haben, es liegt daran,
was um uns herum vorgeht, dass das nicht zufriedenstellend ist. Aber in Wirklichkeit liegt es an unserer Bewusstseinsebene. Die weltliche Marktplatz-Bewusstseinsebene ist einfach nicht zufriedenstellend, weil sie ständig in der Dualität lebt. Es ist immer die Dualität, und in dieser Dualität können wir nicht die Ruhe und den Frieden finden. Wir können uns da drin nicht zur Ruhe begeben, weil es ist ja immer etwas, was außerhalb von uns ist und was anders ist als wir. Und dieses Anderssein als wir selber hält uns davon ab, vollkommen zufrieden zu sein. Entweder das andere muss falsch sein oder ich muss falsch sein. Irgendwas muss doch falsch sein. Wieso soll es denn anders sein? Und selbst wenn wir das nicht erkennen auf einer bewussten Basis, so ist diese Dualität das, indem wir uns ständig immer wieder versuchen, zurechtzufinden und das andere davon zu überzeugen, dass was wir denken und wir sind und wir haben, das Richtige ist. In Kleinigkeiten und in größeren Dingen. Und am Ende gibt es Krieg. Das ist die ganz selbstverständliche Folge von dem Leben in der Dualität. Die Bewusstseinsebene der meditativen Vertiefung ist keine Dualität. In den Bewusstseinsebenen ist Einheit geschaffen. Da ist kein anderer, weil da ist ja auch nicht ich. Da ist ja nur das Erleben. Und wenn weder ich noch ein anderer ist, dann ist diese Einheit des Erlebens, in der man zum Frieden kommen kann, in dem man Fuß fassen kann auf einer Basis, die vollkommen sicher ist. Ungefährlich, wo nichts ist, was einen berühren kann. Das ist natürlich nur in der Meditation selber. Aber, wie ich bereits bei der ersten Vertiefung erklärt habe, wo man dieses entzückende Empfinden bekommt, es hat einen Niederschlag. Wenn man eine andere Bewusstseinsebene kennengelernt hat, dann weiß man, dass das, womit wir täglich leben, nicht alles ist. Wir haben es vielleicht unterschwellig gewusst oder wir haben es geglaubt oder gehofft oder gedacht, vielleicht nach dem Tod. Aber wenn wir es erlebt haben, jetzt, dann wissen wir es, dass das nicht alles ist, wo wir uns ständig befinden. Und daher hat sich unser Blickfeld erweitert und wir sind nicht mehr darauf angewiesen, dass diese Marktplatzebene, auf der wir leben, in dieser Dualität, dass das nun äußerst zufriedenstellend sein soll. Wir sind nicht mehr darauf angewiesen, denn wir wissen, es gibt etwas anderes. Und daher sind wir nicht mehr so ablehnend, wenn es nicht zufriedenstellend ist. Wir haben erkannt, dass das eine Ebene ist, die nicht zufriedenstellend sein kann. Und daher ist alles, was im täglichen Leben geschieht, wenn es schön und erhebend ist, dankbar angenommen. Und wenn es das Gegenteil ist, erkennt man, es ist ein Teil dieser menschlichen Ebene, auf der es nicht möglich ist, immer nur den Frieden zu haben. Weil wir wissen, es gibt etwas anderes. Es ist so vergleichbar in einer kleinen Art und Weise mit einem Menschen, der nie aus seinem eigenen Dorf herausgekommen ist und eines Tages eine große Reise macht und die ganzen großen Städte kennenlernt und das ganze Land sieht und vielleicht noch in ein fremdes Land fährt. Und plötzlich sieht er, da ist ja noch viel mehr als nur mein eigenes kleines Dorf. Ich wusste ja gar nicht, dass es so viel gibt. Das ist auf einer weltlichen Ebene vielleicht ein Gleichnis, das verständlich dafür ist. Wie man plötzlich einen ganz viel weiteren Horizont bekommt durch die meditativen Vertiefungen. Ich sollte das Wort plötzlich wegnehmen. Von plötzlich kann gar nicht die Rede sein. Es ist ein stetiger und geduldiger Arbeitsprozess. Der Horizont erweitert sich.
Er geht einmal hinaus über den Horizont, den wir bis jetzt hatten, der ja optisch sehr begrenzt ist und der auf der Marktplatzebene auch sehr begrenzt ist. Denn es handelt sich ja immer nur um das, was ich entweder will oder nicht will. Wenn der Horizont sich so erweitert hat, heißt das, dass unser Geist geschmeidig geworden ist. Dass er biegsam ist und dass er nicht mehr spröde ist. Dass er nicht zusammengeschrumpft ist, sondern dass er die Möglichkeiten hat von Erkennen von Dingen, die weder durch die fünf Sinne noch durch das Denken je kommen können. Auch Glauben ist Denken. Das Gegenteil von Denken ist inneres Erleben. Und um das innere Erleben deutlich zu machen, müssen wir es erkennen können. Dieser weitere Horizont hilft uns, das tägliche Leben viel leichter zu meistern, viel harmonischer zu leben, viel weniger ablehnend zu sein, weil wir ja genau wissen, dass es noch etwas ganz anderes gibt. Es gibt in den Kommentaren ein sehr gutes Gleichnis für die ersten vier Vertiefungen, die das sehr deutlich machen, das ich euch erzählen will. Es wird verglichen mit einem Menschen, der durch die Wüste geht und vollkommen verdurstet ist und nirgends Wasser sieht. Das ist der Mensch, der unerfüllt das etwas sucht, was ihm inneres Glück und inneren Frieden bringen soll. Dieser Mensch sieht dann in der Ferne einen kleinen Wassertümpel und ist ganz erfreut. Er kriegt eine erfreute Erregung, dass dort in der Ferne Wasser zu haben ist. Das ist die erste Vertiefung, erfreute Erregung. Es ist etwas Erregung dabei, manchmal sogar starke Erregung. Beim ersten Mal, wenn es wirklich richtig kommt, kann die Erregung ziemlich stark sein. Später gewöhnt man sich daran. Geist gewöhnt sich an alles, sogar ans Beste. Nachdem er nun in der Ferne diesen Wassertümpel gesehen hat, geht er natürlich schnurstracks darauf los und kommt zu dem Rand dieses Tümpels und steht an dem Rand und freut sich. Freut sich, dass er nun bei dem Wasser angekommen ist. Das ist die zweite Vertiefung, die Freude. Das ist ganz große Freude, denn er ist vollkommen verdurstet. Und dann geht er hinein in den Wassertümpel und trinkt. Und da kommt die Zufriedenheit. Er hat seinen Wunsch erfüllt. Und dann geht er heraus aus dem Wassertümpel und legt sich unter den einzigen Baum, den es dort gibt, in den Schatten und ruht sich vollkommen aus. Und das ist die vierte Vertiefung. Das Ausruhen darf man aber nicht auf keinen Fall mit Schlafen verwechseln, sondern diese Zufriedenheit als Ursache bringt den Frieden, bringt Ruhe und diese Ruhe geht in einen ganz tiefen Ruhezustand über. Dieser tiefe Ruhezustand, genannt die vierte Vertiefung, ist dieses Ausruhen unter dem schattigen Baum, nachdem nun die Wünsche alle erfüllt sind, ist der Ruhezustand für den Geist, wo er die neuen Energien schöpfen kann. Es ist sozusagen der Jungbrunnen für den Geist. Nur dort kann er neue Energien bekommen. Und durch diese neuen Energien, die er dort bekommt, hat er Kraft. Er hat sozusagen sich Muskeln angeeignet. Und mit dieser Geisteskraft, mit diesen Muskeln, sieht er die Dinge einfach und klar.
Er braucht nicht mehr zu zögern, zu zweifeln, sich in Gedankengebilde zu verlieren, in die Vielfältigkeit der Möglichkeiten, weil er hat die neue Energie geschöpft. Das ist eine der Resultate von dieser Vertiefung. Aber es hat noch ein sehr wichtiges Resultat außerdem. Bei den ersten drei Vertiefungen hat man einen Beobachter, der genau weiß, was da vorgeht. Wenn man das nicht wüsste, dann könnte man es ja nicht wiederholen. Bei der ersten wissen wir, es ist ein entzückendes Empfinden, bei der zweiten wissen wir Freude, beim dritten wissen wir Zufriedenheit und Frieden. Aber bei der vierten Vertiefung ist diese tiefe Ruhe nur möglich, wenn dieser Beobachter viel, viel kleiner wird. Das heißt, dass da kaum ein Beobachter zu finden ist. Aus dem können wir entnehmen als Einsicht, dass die tiefste Ruhe nur zu haben ist, wenn das Ich überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und das ist eine Einsicht, die einen langen Weg auf den Einsichtsstufen schon entlang ist und uns ermöglicht, den ganzen Weg zu gehen. Denn das ist die Essenz der Lehre. Das Ich ist eine Illusion. Das Ich, das Mein, das Mir, das Mich sind alles Gedankengebilde. Sie sind nicht auf Realität aufgebaut. Dazu gehört eine lange Erklärung, die heute Abend nicht mehr möglich ist. Aber es würde genügen, erst einmal zu wissen, dass wir durch das Erleben dieser Ruhe, wo die Geisteskraft um vieles gestärkt wird, die einzige Möglichkeit, die Geisteskraft zu stärken, wir auch dieses Verständnis bekommen. Und dieses Verständnis hilft uns natürlich auch, die Persönlichkeit, das Individuum, das Ich nicht mehr ganz so wichtig zu nehmen. Wir sind vielleicht dann ab und zu schon einmal gewillt, nicht die Hauptrolle zu spielen, sondern wirklich eine Nebenrolle anzunehmen. Und wenn ein paar Menschen eine Nebenrolle annehmen, dann funktioniert dieses Drama etwas besser. Denn nur mit Hauptdarstellern kann es überhaupt nicht funktionieren. Und daher hat man ja auch die gegenseitigen Schwierigkeiten miteinander. Diese Ruhe, die da kommt, vergleiche ich immer, um es etwas zu verdeutlichen, mit einem Brunnen. Und zwar bei der dritten, bei der Zufriedenheit und Ruhe, Zufriedenheit und Frieden, die auch sehr ruhig ist, könnte man sagen, dass man sozusagen auf dem Rand des Brunnens sitzt und vielleicht sich schon ein bisschen heruntergelassen hat. Aber man kann auch alle Geräusche hören, die draußen außerhalb des Brunnens geschehen. Aber sie sind natürlich nicht mehr so eindringlich, wie sie waren, weil man ja schon so ein bisschen den Brunnen runtergerutscht ist. Um in die tiefe Ruhe zu kommen, ist es so oft sogar ein Gefühl, als wäre der Geist heruntergegangen. Natürlich macht er nichts dergleichen, er geht nicht rauf oder runter. Aber man kriegt das Gefühl, als wäre er heruntergefallen. Und daher nehme ich dieses Beispiel des Brunnens, denn diese vierte Vertiefung kann auf verschiedenen Ebenen des Brunnens stattfinden. Sie kann so auf halber Höhe sein oder sie kann auch ganz in der Tiefe sein. Wenn sie ganz in der Tiefe ist, hört man kein Geräusch mehr. Weil der Brunnen ist tief genug, sodass das Geräusch, was oben geschieht, nicht mehr zu hören ist. Aber ist man auf halber Tiefe, so hört man schon noch. Und es ist aber dennoch äußerst ruhig. Und es ist das erste Mal, wenn man das erste Mal macht, die Möglichkeit des Erlebens einer vollkommenen Ruhe.
Und wie oft haben wir vielleicht schon gesagt, ich möchte schon endlich mal meine Ruhe haben. Die ist aber auf der Basis, wo wir sie suchen, nicht zu haben. Die ist nur da zu haben. Und zwar ist sie da zu haben, wie ich bereits sagte, weil die Ich-Bezogenheit zu der Zeit fast ganz ausgemerzt ist. Das bedeutet nicht, dass wir die Ich-Illusion verlieren. Dazu gehört ein bisschen mehr. Aber wir sind wenigstens bereit, mal zu schauen, ob das Ich nicht wirklich eine Illusion sein könnte. Bis dahin ist man im Allgemeinen gar nicht bereit. Denn ich möchte ja gern die Ruhe haben. Aber erst, wenn ich sie bekommen habe, merke ich, dass es nur ohne Ich geht. Also ein sehr interessantes Erleben, was eine Fülle von Neuland bringt, was so eine Erweiterung des eigenen, des Menschen ist, des Eigenguts, was wir in uns tragen, dass es überhaupt nicht zu vergleichen ist mit der Art und Weise, wie man lebt, ohne das. Wir können da gar kein Gleichnis finden, denn es ist ja, wie der Buddha es das Gleichnis genommen hat, Wüste ohne Wasser. Wir können uns nicht erlaben. Wir sind nicht gelabt, wir sind nicht erhoben, wir sind nicht in einer Situation, wo wir uns beschwingt fühlen. Erst wenn das kommt, dann haben wir diese Möglichkeiten. Selbstverständlich will ich noch einmal sagen, dass das während der Meditation nur der Fall ist. Und dennoch ist ein Niederschlag. Es ändert sich etwas. Wenn der Horizont sich erweitert, ändern sich die Perspektiven. Und wenn die Perspektiven sich ändern, dann haben wir ein ganz neues Erleben. Die Möglichkeit, diese vier Vertiefungen zu haben, sind jedem gegeben. Die ersten drei sind nicht schwierig. Die vierte schon, bedeutend schwieriger. Aber die ersten drei sind auch schon ein äußerst einschneidendes Erleben und sollten jedem Meditierenden möglich sein, wenn man es täglich macht. Die vierte ist darum schwieriger, weil man Zeit braucht, um dorthin zu kommen. Die meisten Menschen in ihrem täglichen Alltag sich nicht die Zeit nehmen oder nehmen können. Sodass, um dort zu der vierten Vertiefung zu kommen, man im Allgemeinen eine längere Zeit intensiver Praxis braucht. Hat man es einmal gekonnt, so kann man immer wieder hin. Es ist keine Schwierigkeit, dass man das, was man kann, wiederholt. Aber man muss es immer wiederholen. Die Einsichten, die man bekommt, die bleiben einem. Die gehen zwar in den Hintergrund unseres Gedankenguts. Sie sind sozusagen wie eine Fremdsprache. Wenn wir die nicht ständig benutzen, geht sie auch in den Hintergrund unseres Gedankenguts. Und wir müssen uns sehr bemühen, sie wieder nach vorne zu bringen. Wenn wir aber die Einsichten, die uns gekommen sind, was immer sie sein mögen, die uns in diesem Kurs zum Beispiel gekommen sind, wenn wir die im täglichen Leben immer wieder vorholen und immer wieder benutzen, so werden sie nie in den Hintergrund gehen wie eine Fremdsprache. Denn werden sie ein Teil unserer selbst. Wir brauchen dieses Einsicht nicht zu wiederholen, wir brauchen sie nur zu benutzen. Bei der Ruhemeditation, bei den Vertiefungen, sieht es anders aus. Die müssen wir immer wiederholen. Denn es handelt sich um die Geschmeidigkeit des Geistes. Wir können es vergleichen mit Yoga-Übungen. Wenn wir Yoga-Übungen erstmal anfangen, können wir sehr wenig machen, weil der Körper ist steif, die Muskeln und die Sehnen sind zusammengeschrumpft und können sich nicht dehnen. Dann arbeiten wir daran, machen das immer wieder und es dehnt sich. Der Körper wird geschmeidig, er wird biegsam und er kann die Übungen, die man ihm aufträgt, wirklich machen. Wenn man aber wieder aufhört,
und vielleicht 6 Monate, ein Jahr gar nichts davon macht und dann wieder anfangen will, muss man wieder neu arbeiten, um die Geschmeidigkeit wieder herzustellen. Genauso ist es beim Geist. Wenn wir erst einmal den Geist geschmeidig, biegsam gemacht haben, so dass er in die Weite gehen kann, so müssen wir das tagtäglich wiederholen, denn sonst schrumpft er wieder zusammen. Und dann müssen wir wieder neu anfangen. Das heißt also, die Erlebnisse der Ruhemeditation müssen ständig, täglich wiederholt werden. Die Erlebnisse der Einsicht brauchen wir nur zu benutzen. Die müssen wir nicht wiederbekommen. Die sind unser Gut. Die haben wir. Aber wir müssen sie immer wieder im Vordergrund behalten. Und jede wichtige Einsicht, die wir gehabt haben, muss wichtig genug sein, sodass sie im Vordergrund bleibt. Eine kurze Übersicht über verschiedene Möglichkeiten. Jetzt habt ihr noch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ja. Ich würde mal fragen, ob es am Anfang der Meditation, ja, in diesem Anfangsstadium befinde ich mich ja, ob es da legitim ist oder nützlich ist, mit seinem unruhigen Geist in einen gewissen Dialog zu treten, ihn vielleicht aufzufordern, einzuladen, diesen Weg mitzugehen, vielleicht diese Schritt für Schritt oder Stück für Stück Meditation, ihn vielleicht auch mal am Schluss zu loben, wenn es ihm halbwegs gelungen ist, manchmal auch ruhig zu bleiben oder mitzugehen, Stück für Stück. Oder ist das etwas, wo der Geist dann sagt, schau, das sollst du jetzt machen und so, das ist sehr nützlich. Es ist sozusagen ein Dhamma-Vortrag, den man sich selber gibt. Das kann sehr hilfreich sein. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und ihm bloß nicht mit Negativitäten überschütten. Bloß nicht ihm sagen, aber du kannst ja gar nichts richtig machen und das ist ja ganz falsch, was du machst. Dann wird er ganz unruhig. Das hat er gar nicht gerne. Sondern ihm lieber sagen, ja, du hast ja ganz schön gemacht, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen besser probieren. Ja. Ist Yoga für die Meditation hilfreich? Sie haben das eben schon angesprochen. Ja, es ist hilfreich für die Achtsamkeit. Sehr hilfreich. Weil man kann Yoga auch nur machen, wenn man achtsam ist. Und es ist außerdem sehr hilfreich dafür, dass der Körper geschmeidiger ist und vielleicht besser sitzen kann. Obwohl ich gerade neulich einen Kurs gegeben habe für Yoga-Lehrer. Die konnten alle nicht sitzen. Aber die sind eben nicht gewöhnt, 45 Minuten zu sitzen. Aber es ist hilfreich, weil der Körper sich eben auch besser fühlt und dadurch weniger Schwierigkeiten beim Sitzen hat, auch wenn er sich erst gewöhnen muss an das lange Sitzen. Und es hilft enorm für die Achtsamkeit. Also es ist äußerst hilfreich auf beiden Beziehungen. Außerdem ist es halt das auch noch, die Yoga-Übungen haben auch noch den Vorteil, dass man ja schon mit dem Geist auf den Körper gegangen ist. Der Geist hat ja schon dem Körper sich vollkommen genähert und war auf demselben Stelle sozusagen. Sodass einem zum Beispiel diese Schritt-für-Schritt-Meditation, Stück-für-Stück-Meditation bedeutend leichter fällt. Also es ist nur Vorteile. Ja. Kannst du das bitte mit dem Bond nochmal wiederholen? Ich fürchte, ich habe da auch was nicht ganz mitbekommen. Man kommt dann in die Ruhephase in der vierten Vertiefung. Ja. Und der Brunnen ist so wie, es kann man sagen, vielleicht ist der Brunnen ein tiefer Brunnen, ja? Kann man, Vorstellung, ja. Ja, nur in der Vorstellung, ja. Es hat nichts mit der Vagalität zu tun. Der Buddha hat auch immer sehr viele Gleichnisse benutzt. Und auch Jesus hat sehr viele Gleichnisse benutzt. Und diese Gleichnisse müssen als Gleichnisse verstanden werden, natürlich. Also so ein Brunnen ist doch so ein tiefer Schacht, ne? Und der Geist hat wirklich manchmal das Gefühl haben, dass wenn er zu dieser Ruhe kommt, dass er runterfällt. Und
In diesem tiefen Schacht gibt es natürlich verschiedene Stellen, wo man landen kann. Man vielleicht nicht gleich bis zum Boden, zur tiefsten Ruhe. Die tiefste Ruhe ist ohne Geräusch. Da hört man nichts. Aber wenn man so auf halber oder Viertelhöhe noch ist, natürlich hört man. Aber es ist drin dennoch schon sehr, sehr ruhig. Und ich benutze diesen Brunnenschacht sozusagen, um zu erklären, dass es verschiedene Möglichkeiten der Ruhe. Man kann auch anders sagen, man kann sagen, man geht in den Ozean und wird von den Wellen überschüttet. Ne? Das ist egal. Man hat jedenfalls nicht mehr die Sinneskontakte sind vollkommen ausgemerzt zu der Zeit. Ja. Ich habe mit dem Brunnen etwas Schwierigkeiten. Dann lassen weg. Weglassen. Wir haben schon genug Schwierigkeiten. Ja, das ist aber bei der vierten Vertiefung nicht der Fall. Das kommt bei der fünften. Absolut kein Erhebungsgefühl. Kommt dann wieder raus. Ja. Ja. Das ist tröstlich. Ja. Das ist effektiv ein Tiefengefühl. Ja, es ist einfach nicht anders zu erklären. Es ist ein Tiefengefühl. Die fünfte ist das Höhengefühl. Aber dieses Tiefengefühl und das Höhengefühl ist kein Werturteil. Das sind einfach, möchte ich sagen, beinahe wie eine Platzanweisung. Es ist kein Werturteil. Es ist nicht, dass das eine ist tief, das andere ist hoch. Es sind alles erweiterte Bewusstseinszustände. Ja. Ja. Ja, aber es ist kein Werturteil. Ja. Ja. Ich habe im Rahmen dieser ersten Kontemplation mit den Stufen oder mit den letzten drei Sachen, die sich um Karma drehen, gewisse Probleme. Karma wird man immer wieder, man sammelt gutes Karma, man sammelt schlechtes Karma durch gute Taten oder durch schlechte Taten. Und es kommt mir so ein bisschen vor wie so in der religiösen Früherziehung, wo man sagt, also gut, wenn du gute Taten machst, dann wirst du mal später belohnt, kommst von mir erst in den Himmel oder so. Also genauso, oder wie man das eben in der christlichen Kunst dargestellt sieht, die Guten, die sind dann eben auf der rechten Seite Gottes und die Schlechten auf der linken Seite. Und so etwa in diesem Schema, auch einen gewissen Dualismus, erlebe ich manchmal so dieses Karma. Eben dieses gute und schlechte Karma. Man hat so eine Art Konto, da kann man was ansammeln oder man rutscht ins Defizit rein. Und dann ist gleich noch eine zweite Frage dazu: Kann man Karma, sagen wir mal jetzt gutes oder positives Karma, auf jemand anderen übertragen? Oder ist das nicht möglich? Nein, ist nicht möglich. Aber ich habe sowieso vor, morgen Karma zu erklären. Also würdest du mir erlauben, diese Frage bis morgen aufzuheben? Und ich bin sicher, dass ich das erklären werde. Und wenn nicht, kannst du dich sicher an die Frage erinnern und dann mich morgen noch einmal fragen. Ich habe vor, morgen Karma in allen möglichen Einzelheiten zu besprechen. Es war mir schon klar, dass das dran ist. Ich wollte nur erst eine Sache fertig machen. Und was gibt's noch?